Am Donnerstag treffen sich die Staats- und RegierungschefInnen zum Ratsgipfel. Sie diskutieren den mehrjährigen Finanzrahmen. Es geht um 1,3 Billionen Euro. Es geht darum, ob wir die Pariser Klimaziele einhalten. Es geht darum, ob wir bereit sind, mehr für Forschung und für Digitalisierung auszugeben. Es geht um die Zukunft der EU. Der Vorschlag, der aktuell auf dem Tisch liegt von Ratspräsident Michel, ist super problematisch. Er würde dazu führen, dass wir die Klimaziele nicht erreichen, dass wir kürzen müssen bei Forschung und bei Entwicklung und dass wir insgesamt auf der Stelle treten. Das wollen wir nicht. Wir Grüne wollen mehr für Klima, wir wollen mehr für Forschung und Digitalisierung, wir wollen ein starkes EU-Budget, weil wir glauben, dass Zusammenarbeit besser ist. Jetzt warten wir auf das Ergebnis von Donnerstag und danach wollen wir als Parlament gegen die Regierung die Zukunft der EU stark verhandeln.